Mein Name ist Konrad Studruss, ich bin Vizepräsident von der AWES Schweiz und Präsident von der AWES Zug. AWES heisst Aktion für vernünftige Energiepolitik der Schweiz. Unser Ziel ist eine Sicherstellung von der Stromversorgung in der Schweiz auf möglichst wirtschaftliche, sparsame, umweltfreundliche und CO2-freie Art. Wir von der AWES Zug haben heute einen Besuch gemacht beim Kernkraftwerk Betznau, auch beim Wasserkraftwerk Betznau und sind noch Saxporama anschauen. Wir haben den Besuch gemacht, weil wir die interessierten Leute aus Zug, wir waren jetzt etwa 20 Leute, gewesen, wollten zeigen, wie eben die Stromversorgung von der Schweiz funktioniert. Nicht zuletzt, weil wir 60% von der Stromversorgung mit Wasserkraft sicherstellen und 40% mit Kernenergie. Und hier in Betznau haben wir eben beide Arten von der Stromerzeugung innerhalb von wenigen hundert Metern beieinander. Einerseits Kernkraftwerk Betznau mit diesen zwei Blöcken, Betznau 1 und Betznau 2. Und andererseits, einen halben Kilometer weg, das Wasserkraftwerk Betznau. Und hier sieht man wunderbar zusammen auf kleinem Raum die zwei Hauptstromerzeugungsarten, die wir haben in der Schweiz. Also 60% Wasser, 40% Kernenergie und beide Erzeugungsarten sind eben CO2-frei. Und damit sind wir auf der ganzen Welt zusammen mit Norwegen einzigartig. In den meisten Ländern tut man Strom erzeugen mittels Kohle, mittels Erdgas oder Öl und da hat man natürlich CO2 Emissionen. Und in der Schweiz ist das nicht der Fall. Und wir setzen uns dafür ein, von der AWES, dass wir eben die CO2-freie Stromerzeugung auch für die nächsten 40, 50 Jahre können aufrechterhalten können. Die AWES Zug hat kürzlich Generalversammlung gehabt. Da haben wir uns auch damit befasst, dass wir für die Zukunft mehr Speicherkapazität aufbauen in der Schweiz. Vor allem, wenn wir mit erneuerbarer Stromerzeugung, sei es mittels Wind oder ein bisschen mittels Sonne,
mit Photovoltaik Strom erzeugen, dann brauchen wir Speicherkapazität. Und im Kanton Zug haben wir den Zugersee und 300 Meter höher gelegen den Ägerisee. Und das wäre sehr geeignet, um eben Pumpspeicherung zu betreiben. Wenn man also Energie erzeugt, nachts, die man nicht alle braucht, ich meine damit Strom, dann können wir Wasser vom Zugersee in den Ägerisee aufpumpen und am nächsten Tag, wenn man den Strom braucht, zum Beispiel am Mittag oder im Laufe des Tages, dann können wir das Wasser wieder runterlassen vom Ägerisee in den Zugersee, können das Wasser also turbinieren und damit Strom erzeugen, um die Spitze während dem Tag abzudecken. Und das ist eines der Ziele, die wir haben von der AWS Zug, dass wir die gute Idee von einem Pumpspeicherwerk Ägerisee, Zugersee, dass wir die helfen umsetzen in den nächsten Jahren oder nächsten 10, 15 Jahren.